Der Rapper Mittwoch Menderes hat a cappella mies was drauf. Macht Lärm für den Banger aus Bonn! Für Saramon! Paar sagen stabilster Deutscher, paar sagen ah, wannabe Kenneck. Der Rap am Mittwoch Menderes hat a cappella mies was drauf. Don't let the label label you. Du trägst das Logo auf dem Unterarm und ich auf dem Herzen. Loyalty! Ist das eigentlich immer dein Humor, wenn du irgendwo auf der Arbeit sitzt und dann deine Mutter Ficker Witz machst? So? Klar, machst du das nicht so? Ja, doch. Vom Menderes von Rapper Mittwoch zum Champion dieser Liga. Dämonen und Enemies, Liebe und Family, Sio Hata, AON Champions League, Jarambo Battle Rap Legacy, also verpiss dich ja Selami. Yeah! Der Rapper Mittwoch Menderes zum allerletzten Mal wähle ich dieses Ende, da ich es ab jetzt nicht mehr brauche. Mann, ich hab's euch allen gezeigt, ich seh's live in den Augen von tausend. Respekt kann man nur verdienen und nicht kaufen. Gestartet als Letzter, ich stand knietief in Jauche. Heute die Eins und meine Message nach draußen. Ich flieg wie ein Schmetterling, doch bleib im Herzen die Raupe. Ich hab dich gefickt, ihr seht's an seinem Blick. Also halt weiter schön brav die Schnauze. Und jetzt gib mir mein Gürtel, mach dein Auto warm und dann fahr mich nach Hause. Zehn Jahre Jarambo, mein 40. Battle. Pass auf, wie du mit mir redest, sonst gibt's Backpfeifen. Ey, Almighty, was geht? Ey, Brudi, Papa Thea, was läuft? Ach, alles gut, soweit und selbst? Auch, alles bestens. Ey, du musst eine Provokation gegen Jarambo aufnehmen. Richtig, Digga, da war ja was. Mhm. Gib mir mal einen Moment, okay? Jarambo aka Menderes, Junge. Gott im Himmel. Warum zum Teufel hast du dieses Battle angenommen, Digga? Hat er sich nicht mal irgendwann den Gürtel geholt und ihn dann gleich wieder verloren? Hast du den nicht schon mal gebattelt? Wie ist das ausgegangen? Scheiße, keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht. Irgendwie hatte ich den Typ nie richtig auf dem Schirm. Der war immer unter meinem Radar. Vielleicht liegt's daran, dass er so ein abgebrochener Gartenzwerg ist. Ich weiß nicht. Also warum zum Teufel nimmst du dieses Battle an, Digga? Du hast weiß Gott Wichtigeres zu tun. Wolltest du nicht endlich mal den Keller ausräumen? Das wird mal Zeit. Oh, warte, ich erinnere mich. Der Typ hat dich angerufen und darum gebeten. Digga, das ist irgendwie sein letztes Match. Und dafür wünscht er sich den stärksten Gegner, den er finden kann, damit er irgendwie noch einen glorreichen Abgang hat. Deswegen hast du zugestimmt. Ja. Digga, du bist einfach zu gutmütig. Du musst endlich mal lernen, Nein zu sagen. Digga, für Jarambo seinen Abgang hätte auch MC Tollschock oder sowas gereicht, Digga. Das wäre angemessen. Naja, egal. Guck dir einfach ein, zwei von seinen Battles an. Schuster einfach irgendeinen Schmutz zusammen. Schreib irgendwelche Bars. Digga, der Typ ist eh fertig. Denk dir ein bisschen Real Talk aus. Ein paar Lines aus deinem Craze-Battle. Was hat auch diesen Ordner mit Generics? Der macht die Biege. Der ist Geschichte. Was der jetzt noch zu sagen hat, ist sowieso irrelevant. Das passt schon, Digga. Und dann konzentrierst du dich wieder auf die wichtigen Dinge im Leben. Räumst endlich diesen gottverdammten Keller aus, Digga. Wo habe ich eigentlich die Fahrradpumpe gelassen? Liegt die hinten links auf dem Regal oder ist die doch eher bei den... Mighty. Ja, Digga. Was ist denn mit der Provokation jetzt? Die Provokation, na klar. Red mal Tacheles, Junge. Menderes, ich meine Jarambo, Digga. Das wird mein wichtigstes Battle. Wichtiger als unser letztes Match beim Alpha Royale. Wichtiger als meine Titelmatches. Wichtiger als das Decepticon Battle. Das wird dein letztes Match. Und ich muss dir sagen, es ist mir eine absolute Ehre, dich battlen zu dürfen, okay? Es ist auf jeden Fall eine große Portion Rührei mit Äpfeln, wie du das in deinen Stories immer machst, weil wir werden auf jeden Fall Liegestützen machen. Ich sage dir, ich habe mich richtig reingehängt, Digga. Hab mir richtig Zeit genommen, um übertrieben abzuliefern bei diesem monumentalen Event, okay? Und alles nur,
weil du es mir wert bist, mein Lieber. Ey, yo, Mighty, das hier ist dein Todescall, denn der Drogenlord aus dem Bonner Kokslabor fährt bei deiner Wohnung in Hannover vor und begeht an deinen Homies Mord im Overall von Polo Sport. Yes! Wir sehen uns am 7.12. Am 7.12., Digga. Es ist mir eine riesige Freude. Das wird das größte deutsche Battle ever und es geht nicht nur meine Ära zu Ende.